Mitarbeiter der Wahrheit, der bischöfliche Wahlspruch Josef Ratzingers. Der Wahrheit dienen, das hieß für ihn auch Lehrer sein. Seine Schüler sind ihm verbunden, bis heute. Jedes Jahr versammeln sie sich und gehen seinem Denken, seinem Glauben auf den Grund. Und heute, 9 Monate nach seinem Tod, fragen sie vor allem, wie können wir sein reiches theologisches Erbe in die Zukunft tragen? Ein Tag rund um die Theologie und das Erbe Benedikts des 16. Live aus Rom. Symposium der Schülerkreise Josef Ratzinger, Benedikt der 16. Am 23. September 2023. Auf EWTN.